Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir zusammen die Errungenschaft Drachentöter. Schieße einen Omen-Drachen ab, indem du während einer Herausforderung die Kerne seiner Flügel angreifst. Und dafür müssen wir ihn erstmal natürlich im Kampf so weit bringen, dass er überhaupt mal abhebt. Und wenn er das getan hat, dann müssen wir warten, dass er seine Flügel exposed. Und wenn sie exposed sind, dann, habt ihr es richtig erraten, müssen wir sie abschießen. Echt ziemlich simpel. Also von dem her, was man machen soll. Ja. Wie simpel das dann tatsächlich sein wird, werden wir jetzt gleich sehen. Müsste gleich abheben, noch ein bisschen Damage. Jetzt eigentlich. Ah, will aber nicht. Bro, du bist gleich besiegt. Heb bitte ab. Sir? Sir, heben Sie bitte ab, Sir. Jetzt hebt er ab. Sir? Also, wir müssen warten, bis seine Kerne an den Flügeln exposed sind. Das ist jetzt. Und Hammer. Sehr gut. Ja, gut, war jetzt doch nicht so schwierig. Ja, das war die Errungenschaft Drachentöter. Also ihr müsst quasi warten, bis sich seine Jetpack-Flügel einmal gedreht haben und dieses... Ich meine, das ist schwierig zu sagen, weil es sieht eigentlich immer fast immer gleich aus. Aber ihr habt ja gesehen, es war ein bisschen grelleres Orange und das ist immer der Kern. Also ich finde, bei Ruinenwächtern und so sieht man das ein bisschen besser als beim Omen-Drache, weil der sich eh so viel bewegt. Aber ja, also ich denke mal, das war relativ eindeutig, wie das funktioniert. Und damit habt ihr die Errungenschaft Drachentöter freigeschaltet. Schieße einen Omen-Drachen ab, indem du während einer Herausforderung die Kerne seiner Flügel angreifst. Und das war's mit diesem Genshin Impact Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.